I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Burst Limit featuring Crush 4589. Nachdem wir die Bardock-Saga im letzten Part abgeschlossen haben, wird es nun Zeit für die legendäre Super Saiyajin Broly-Saga. Son Goku hätte sich eigentlich um Broly kümmern sollen. Was passiert jetzt mit Krillin? Ja, dem wird es nicht so gut, also dem wird es nicht gut ergehen. So viel kann man schon mal sagen. Und hingegen so einen mächtigen Gegner wie ihn hat er keine Chance. Broly! 伝説のスーパーサイヤ人 なんでこいつがこんなところに カカロット! なんてやつだ 俺、心底震えが来たぜ クズだ 見逃しちゃくれないだろうな あ、死んだかな 俺 ねえ Was erwartest du von Broly? Der wird niemanden gehen lassen. Er ist zwar nur hinter Son Goku her. Oh. Kommt er durch? Jawohl. Ein Glück. Hätte ich noch etwas länger aufgeladen, wäre das schief gegangen. Ha. Nix da. Das kannst du voll knicke. Haha, wie schmeckt das? Der sagt immer Kakarott. Das ist Krillin. Das ist nicht Kakarott. Wow. Ist mal Schluss? Oh nein. Ich dachte schon, das hätte mich... Alter. Mushkiraga. Alter! Na, warte! Boah. Anscheinend habe ich doch eine Methode gefunden, auch ohne mein Hemd, ohne irgendwie drüber zu wischen, die Knöpfe sehr schnell drücken zu können. Alter, jetzt ist mal Schluss! Nicht durch, eh. Da muss ich nahe dran sein. Leider hat er immer noch diesen Nahkampfangriff drauf. Der lässt mich einfach nicht an sich ran. Alter! Ah, ich habe vergessen, dass man das nicht durch normales Abwehren abwehren kann. Dadurch hat Krillin wirklich eine sehr gemeine Technik am Start. Jetzt wird es wieder gegen Ende hart. Alter! Nein, ich bin ein Idiot. Ach komm, jetzt setz doch den Angriff ein. Das wollte ich einsetzen die ganze Zeit über. Fuck jetzt. Komm schon. Alter. Komm schon. Muss das jetzt sein? Was hat jetzt die Szene zu bedeuten gehabt? Dann nochmal. Alter. Jetzt aber endlich. Ja. Alter! Jetzt reicht's aber! Jetzt bin ich sauer! So, jetzt bin ich's damit. Dass ich's gleich so mal knapp machen musste. Aber damit muss ich es jetzt beenden können. Ja, vorbei. Eieiei. Kakarotto.
Naja, das wird jetzt nicht an ihnen hängen bleiben. Aktuell noch nicht. Die Kraft des Hasses. Na schön. Der nächste Kampf. Diesmal gegen Son Gohan. Und noch dazu in seiner Super Saiyajin 2 Form. Da bin ich mir nicht sicher. Ist ein Super Saiyajin 2 immer noch stärker als ein legendärer Super Saiyajin? Kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, oder? Kakarotto no Musuko ka. Ja. Komm schon. Hier, nimm das. Uah. Jetzt mal auf den Abblocken. Er ist nicht nah genug. Toll. Oh oh. Eieiei. Alter! Na. Ei, ei, ei. Boah. Das Schloss. Ach. Ich immer aus Reflex setze das gleich nochmal ein. Alter. Das Schloss. Komm schon, damit treffe ich ihn jetzt. Gibt's nicht, das gibt's nicht. Er wagt es einfach abzublocken. Ich komme nicht an den Rand. Das werde ich wahrscheinlich jetzt verlieren. Ich will eigentlich das hier einsetzen die ganze Zeit über. Der hält mich echt so nahe mit seinen ständigen Blocken. Verdammt, ey. Oh. Toll, auch das noch. Als ob es mir nicht schon schlecht genug gehen würde. Alter. Ja, ja, greif nur an. Alter, nein! Für mich sieht's nicht gut aus. Bin energietechnisch bin ich total am Arsch. Das wird ein erster Fail. Also wieder ein weiterer Fail. Nicht der erste Fail, den hatte ich ja schon vorher. Ja, renn nur in meinen Angriff rein. Irgendwie ist es typisch. Die Gegner finden sich dann zu selbstsicher. Nein, Alter. Der hätte mich angreifen müssen, dieser Idiot. Oh Mann, das wäre jetzt mein Ende gewesen. Ich glaube, ich verliere. Gewinne ich da etwa? Nein. Durch seinen bescheuerten Angriff hätte ich jetzt ganz knapp verloren! Mann! Wie die Gegner immer so scheiße blocken müssen! Alleine die Blocks
machen mich schon so fertig. Mann, dieser bescheuerte kleine, winzig kleine Konterangriff musste es entscheiden. Mann, nein. Ah, das ist doch zum Aushalten. Alter. Zu Schluss mit deinen blöden Blocken. Die Gegner reagieren wirklich zu gut hier. Wie hat's denn ausgesehen mit dem Z-Schwierigkeitsgrad? Wenn ich da jetzt schon so extremst fehle. Oh, jetzt aber. Gut. Genau das wollte ich erreichen. So. Jetzt reiz. Halt mich nicht zum Narren. Alter! Ah, toll! Hätte ich ihn echt damit getroffen, hätte ich wenigstens noch den einen Angriff einsetzen können. Ah. Alter! Aber jetzt! Jawoll! Endlich haben wir es auch mal damit geschafft zu treffen. Später dann setzt er eher einen besseren ultimativen Angriff ein als das. Nein! Ich wollte noch ausweichen. Das geht mir richtig auf den Keks. Ja, jetzt kommt das hier. Ja. Provoziere mich nicht. Aua! Es reicht mir mit dir. So, jetzt reicht's. Jetzt setze ich das auch mal ein. Das setze ich auch immer so selten ein. Da ist es doch eigentlich ein Angriff, den man nur in dieser Form ausführen kann und eigentlich ziemlich nützlich ist. Und ich vergesse aber eher auch immer den Knopf, wie man den ausführt, den Angriff. Eigentlich würde ich einen Spezialangriff verwenden, aber... Nein, 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 nein. Ja, toll. Jetzt ist Schluss, bitte. Ich will nicht nochmal kacken hier. So. Endlich, Mann! Kakaroto. Mazu wa omae no musuko ga chimatsuri da. Kakaroto! Ja, noch hat der gute Broly lachen. Der Dämon von Furcht und Verdammnis. Okay. Na schön. Jetzt heißt es gegen Piccolo kämpfen. Wollen wir mal hoffen, dass es ein bisschen erfolgreicher abläuft. Ich meine, gegen Teens und Gohan Super Saiyajin 2. Klar wie Kloßbrühe, dass es da schwierig wird. Mata ippiki mushikera ga shini ni kita ka. Arawareta na bakemono me. Ore ga bakemono? Chigau na. Ore wa akuma da. Ja, leider Gottes ist der Kerl auch wirklich wie ein Teufel. Ich meine, mal ehrlich, der ist groß, der ist wahnsinnig. Der ist psychisch schon richtig gestört.
Und das nur, weil Son Goku so oft neben ihm geheult hatte, dass er kaum schlafen konnte als Baby. Das alleine macht, hat ihn schon so wahnsinnig werden lassen. Du blockst mir zu viel. Das wird natürlich bestraft. Ne, leider nicht. Hörst du mal auf! Hör auf zu blocken! Ja, komm her. Ja, Wolski. Das wollte ich doch erreichen. Oh, oh! Jetzt muss Schluss damit. Jetzt da! Eieiei. Der will es auch wissen. Jetzt ist Schluss. Oh ja, perfekt. Und zwar nicht den vollen Schaden zufügen, aber wenigstens ziemlich viel. Alter. Und nimm das. So, und jetzt. Kann ich gleich nochmal verwenden. Alter. Ach komm, schon wieso? Ich wollte damit das auch kombinieren. Nicht schon wieder. Kann er das mal lassen? Blöd, dass er diese Fähigkeit besitzt. Wie viel hält er sich? Was? So viel? Kriegt er wieder zurück? Ist das euer Ernst? Ich könnte durchdrehen. Boah, warum hat er so viel gleich wieder zurückbekommen? So viel Glück kann doch kein Mensch haben, ey. Er ist auch kein Mensch, ist klar, ist ein Amerikaner. Okay, jetzt bin ich dran. Mann! Ich kann den Angriff einfach nicht ausführen. Packe dich halt eben, wenn du es nicht anders haben willst. Oh nein! Was? Nein! Wieso? Oh Mann! Wieso hat das... Das kann nicht wahr sein, ey. Ich könnte durchdrehen. Ich wollte nur auf Abwehr gehen. Ich habe den falschen Knopf gedrückt und... Ja, bin. Das wär's. Schluss jetzt! Du brauchst gar nicht anfangen, mich zu provozieren, ey. Toll, da packt er mich. Spast! Ja, das Kugeln mal verschwinden. Die haben nur gestört hier. So, jetzt reicht's! Bekommst du die volle Breitseite? Und noch einmal, weil es so schön war. Ja,
eine gute Kombi. Boah, jetzt habe ich schon über 100. 100 Treffer geschafft. Nice, ey. Wie cool war das denn? Ey, geil. Ja, wollte ich es noch damit kombinieren. Schade, ich habe da das Knöpfchen drücken verpasst. Nein, 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 nicht mit mir. Oh nein. Jetzt mal Schluss damit, Piccolo. Du hättest mich nicht reizen dürfen. Das hast du ja davon. Doch, jetzt schon. Verteidigung steigt. Nicht schon wieder, ey. Jetzt mal Schluss damit. Wie oft er den Angriff spammt. Klar, es ist natürlich seine Rechte, aber trotzdem. Ich kann sowas auf Dauer nicht ausstehen. Brah. Oha. Schluss damit. Jetzt kommt das wieder. Wie viel kriegt er zurück? Wahrscheinlich wieder viel zu viel. Nehme ich mal an. Ja, natürlich, ist klar. Warum kriegt er eigentlich immer so viel, ey? Also er ist der Key für Energie, heißt das. Weil er hatte das volle Key gehabt, dass er jetzt so viel zurückbekommt. Also dass es diesen Grund so viel zurückbekommt, weil Cell hat er beim ersten, als er das erste Mal das einsetzt, hat nicht so viel zurückbekommen. Mit C16. Hat dann gerade mal ein Dreiviertel einer vollen Leiste zurückbekommen. Mehr auch nicht. Ach nee. So kriegst du. Ja. Jetzt bist du dran. Muss ich kontern? Jawoll! Nice. Mushikiraga, matte iro yo Kakarotto. Kakarotto! Ja, jetzt wird's richtig ernst. Okay. Der Part ist zwar schon einige Zeit lang, aber ich möchte trotzdem noch den unaufhaltsamen Schreck gegen Trunks. Achso, ich dachte, es kommt dann jetzt Son Goku. Na gut, verschieben wir das auf den nächsten Part. Wenn wir die letzten beiden Broly-Kämpfe bestreiten, weil danach kommt, glaube ich, nichts mehr nach Trunks. Und ja, wie immer, wenn es so gefallen wurde, bitte bestätigen wir seinen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush 40Freak89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball Z Burst Limit. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.